Hallo Christoph Weber, schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Hallo Ja, Svenja. ich freue mich sehr, dass wir Zeit finden für ein kleines Interview, für ein Gespräch. Und wir Ja. wollten uns heute dem Thema widmen, Krisen und Krisen, wie die Gestalttherapie damit umgeht. Und da haben wir uns zwei Themen rausgepickt, und zwar die gesundheitlichen Krisen und die spirituellen Krisen. Ja, Ja, genau. wie die Gestalttherapie darauf antwortet. Und das sind ja auch sehr existenzielle Bereiche. Und so werden wir uns jetzt in dem ersten Teil erstmal den gesundheitlichen Krisen widmen. Ja. Und da auch gleich die Frage an dich. Also es ist ja so, dass du dich schon seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftigst und auch Angebote in deiner gestalttherapeutischen Praxis machst, nämlich speziell für krebskranke Männer, Ja. und hast also Erfahrung auch damit, Menschen in gesundheitlichen Krisen zu begleiten. Magst du mal von deinen Erfahrungen ein bisschen erzählen? Also diese Krebsmännergruppe gibt es jetzt seit, glaube 14 Jahren. Ist in Berlin die einzige ihrer Art, was nach wie vor erstaunlich ist, weil es ist die einzige Männergruppe, die nicht organspezifisch ist. Es gibt Selbsthilfegruppen oder angeleitete Gruppen für Krebsorgane, also Prostata ist so der Klassiker bei Männern. Aber da geht es halt primär um schulmedizinische Fragen und mir ging es damals um die psychosozialen Folgen von Krebs. Ich hatte selber mit 33 Jahren eine Krebserkrankung und habe damals in der Beratungsstelle für Krebserkrankte in Berlin mir Unterstützung geholt. Und das war auch ein wichtiger Schritt, warum ich aus meiner früheren Tätigkeit als Galerist zum Therapeuten gewandelt bin oder mich, ja, mich wie sagt man, weitergebildet habe zum Therapeuten. Und in dieser Männergruppe sind in Männern, die eine Krebserkrankung haben, alle Altersstufen und alle Krebsarten. Weil Krebs ist für mich halt also nicht primär, sondern neben der schulmedizinischen Thematik, Chemotherapie, organspezifische Themen, geht es um, wie gehe ich mit den Ängsten um. Krebs ist ja für viele fast immer noch ein Todesurteil. Wenn man die Diagnose bekommt, Krebs, denken viele gleich so, jetzt noch ein halbes Jahr, dann war das das gelebte Leben. Und das ist ja Gott sei Dank nicht mehr so, aber trotzdem ist es bei vielen Menschen und vor allen Dingen bei Männern noch sehr verbreitet. Und bei Männern ist sehr verbreitet, sich keine Hilfe zu holen. Männer meinen, das kann ich alleine. Die meisten Männer, die in diese Krebsgruppe kommen, haben, oder die Mehrzahl hatte eine Zweitdiagnose, weil nach der Erstdiagnose haben viele dann nach dem Motto, das schaffe ich auch alleine, sich durchgeschlagen. Und bei der Zweitdiagnose haben sie dann gemerkt, oh, die manchmal 3, 4, 5 Jahre später war, da ist vielleicht doch ein bisschen mehr. Und deshalb sind die Männer, die dann in diese Gruppe kommen, schon sehr, ja, reflektiert, wer vielleicht, ja, doch auch schon, oder haben zumindest angefangen, darüber nachzudenken, dass Krebs nicht nur eine Erkrankung ist wie ein Blinddarm, sondern dass da eben noch mehr Faktoren sind. Und ich finde das eine sehr erfüllende Arbeit, weil die Männer eben nicht, weil es was Existenzielles meistens ist, oder es um existenzielle Themen auf alle Fälle geht, Endlichkeit, Krankheit, schwere Krankheit. Wie gehe ich in meinem sozialen Umfeld damit um? Besser gesagt, wie geht mein soziales Umfeld mit mir da um? Weil viele haben Angst vor Krebs in der Umgebung und wissen nicht so richtig, wie sie sich verhalten sollen. Und über diese Themen mit den Männern im Kontakt zu sein oder ihnen den Raum zu geben, sich darüber auszutauschen, finde ich eine sehr erfüllende und befriedigende Aufgabe. Es ist ja auch so, also was mich noch so interessiert, was ist eigentlich genau das Phänomen einer gesundheitlichen Krise? Also ich kann mir vorstellen, wenn Sie jetzt bei vielen Ärzten waren und auch noch so aus dem Bekannten- und Freundeskreis hören, dass dann enormer Druck auch entsteht. Also einerseits höre ich jetzt gerade, du sagst, so ein Druck auch, das alleine zu schaffen. Aber ich glaube auch ganz viel Druck, etwas zu verändern, dass man besser ist, dass man irgendwie etwas an sich richten muss,
Und ich glaube, da ist auch, jetzt kommst du als Gestalttherapeut oder wir auch als Gestalttherapeuten, da auch neu hinzuschauen und die Klienten ein Stück weit auch als Experten zu sehen, dass sie wieder eine wirkliche Autonomie entwickeln können, da zu handeln, was wirklich angebracht ist. Und das ist so für mich die Frage für dich jetzt auch, wie geht es, dass du die Menschen auch in ihrer Autonomie unterstützt, mit Krankheit umzugehen oder Gesundung? Also ganz wichtig finde ich, es ist immer noch ein Sprachgebrauch, es fängt mit der Sprache an, wir müssen den Krebs bekämpfen. Ja. Da geht es schon los. Also ich habe gelernt durch meine Erkrankung vor über 25 Jahren, es geht um Annehmen. Ich habe Krebs. Also ich sage bis heute, ich habe Krebs, auch wenn ich aktuell keine Metastasen und so weiter habe. Aber so eine tiefgehende Erfahrung, der Körper arbeitet gegen einen. Und das zu akzeptieren, ist natürlich schwierig, weil der Körper soll ja für einen arbeiten und nicht gegen einen arbeiten. Krebs ist aber sozusagen auf der Selbstzerstörung in Raten. Und das erstmal bei Menschen so einen Gedenkprozess oder so einen anderen Blickwinkel mitzuentwickeln, um dann zu den Ressourcen zu kommen. Und du hast trotzdem Ressourcen, dass du hast eine Krebserkrankung, ja, aber trotzdem kannst du ein gelebtes Leben führen, auch wenn es nur noch ein Jahr ist. Du musst jetzt nicht in Angst erstarren, sondern nutzt die Zeit. Wie kannst du die Zeit nutzen? Welche Ressourcen hast du? Was ist positiv trotz einer Erkrankung? Weil wir sind alle endlich. Beim Krebs kann man sagen, hat man das Glück. Ja, Glück nicht, aber das ist vielleicht ein falscher Ausdruck. Hat man den freundlichen, aber klaren Hinweis, das Leben ist begrenzt, nutze es. Und da Menschen zu begleiten, zu unterstützen bei diesem Carpe Diem, weil wir wissen alle nicht, ob wir morgen, übermorgen noch erleben werden, Verkehrsunfall, Herzschlag und so weiter. Der Tod kommt oftmals ganz plötzlich. Und bei Krebs hat man sozusagen ja, eine sehr, nicht vielleicht freundliche, aber doch eine deutliche Erinnerung dran, wir sind endlich. Und das ist für viele schon eine wichtige Erkenntnis, eben, dass man trotz einer solchen Diagnose nicht vollkommen verzweifeln muss. Es gibt natürlich, ich hatte Klienten oder auch im Freundeskreis sind auch viele Menschen an Krebs gestorben. Die Diagnose war dann noch ein halbes Jahr. Mein bester Studienfreund ist mit 42 Jahren gestorben. Dem haben sie noch 6 Monate gegeben und 8 Monate hat er noch gelebt. Da ist es natürlich, und 2 kleine Kinder, ist natürlich besonders schwierig, als wenn es ein 70, 80-Jähriger ist, der ein relativ abgeschlossenes Leben schon hat. Aber nichtsdestotrotz geht es immer wieder darum zu gucken, was ist im Hier und Jetzt möglich. Und sich nicht so von der Angst vor den kommenden Untersuchungen, Chemotherapien, die oftmals ja nicht sehr, also sehr heftig sind, mit Gewichtsverlust, Haarverlust, starkem Unwohlsein, trotzdem immer noch den Blick auf den oder den Fokus auf das Leben kann trotzdem noch gute Momente haben. Das finde ich ja interessant, weil du sprichst ja zwei, ich finde, da wird so sichtbar, wie existenziell sowas auch ist, natürlich, ne? Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, mit der eigenen Endlichkeit, aber auch gleichzeitig mit diesem wertvollen Leben. Und dass das ja auch, ja, ich glaube auch gerade in der therapeutischen Beziehung auch eine interessante Begegnung ist, die sehr, sehr auch intim ist. Ne? Also wir setzen uns jetzt sonst nicht im Alltag ständig, also die, würde ich sagen, die meisten Menschen mit dem Tod auseinander. Und da ist ja auch ein großes Tabu drauf an dem Thema. Und gleichzeitig da nicht depressiv zu versinken drin in dieses Thema Sterben und Tod. Und wie geht das überhaupt?
Das, sich damit auseinanderzusetzen, eine Begleitung zu bekommen und auf der anderen Seite eine emotionale Entlastung auch zu erfahren. Also Ängste irgendwo anzugucken und zu bearbeiten und Ressourcen zu stabilisieren. Also das sehe ich irgendwo, die Vergänglichkeit, aber auch die Ressourcen. Ne? Also ja. Beides ist so da und das führt zu einer Entlastung. Schön. Mhm. Und Männer, die das so akzeptiert haben, haben durchaus auch wenn es dann zu einem Ende ging oder wenn sie starben, manche mit Mitte, Ende 50, also die Altersspanne ist in dieser Gruppe von, der Jüngste war gleich 22 bis jetzt 78. Mhm. Die Männer, die jetzt in der Gruppe sind, sind zwischen 30 und 70. Also es ist, und teilweise haben sie kleine Kinder, also das ist natürlich nochmal eine andere Dimension, wenn dann auch noch die Verantwortung für eine Familie im Hintergrund ist, die Lebensfreude nicht zu verlieren. Mhm. Und das mitzubekommen, dass, also das ist das Schöne an einer Gruppe, dass man da eben mitbekommt, wie andere damit umgehen. Ich bin nicht allein mit Ängsten, mit den Ängsten vor der nächsten, vom nächsten CT, vor irgendwelchen neuen Blutwerten. Wie geht deine Frau damit um? Wie sage ich es meinen Kindern, abhängig vom Alter? Mhm. Und das überhaupt zu teilen, weil Männer in unserer Kultur haben ja kaum noch die Möglichkeit, oder es gibt kaum Raum oder Räume, wo Männer sich treffen, um mal ohne, also kneipenmäßig, stammtischmäßig miteinander, ich bin der Tollste, sondern wirklich von, ich sag mal, von Herz zu Herz miteinander zu kommunizieren. Und das ist ein großes Mangel in unserer Kultur. Weil das Männerbild ist ja immer noch, der Mann muss es alleine schaffen. Oder wer es nicht alleine schafft, ist ein Loser. Mhm. Ja, heftig finde ich das. Also, und umso schöner, dass du das anbietest und erkannt hast, dass da eine Lücke ist und dass das tatsächlich nochmal neben dem ganzen medizinischen Tohuwabohu auch wirklich nochmal einen Ort braucht, wo Menschen sich da treffen und austauschen können, um eben diese existenziellen Bereiche in sich wahrnehmen zu können. Ne? Mhm. Und diese Gruppe, wir hatten gerade gestern Online-Premiere, wir hatten uns 3 Monate nicht gesehen wegen Corona und ich war danach wieder beschwingt und beglückt, weil diese Begegnungen sind, selbst über Online, was mich sehr verwundert, erstaunt hat, nah, persönlich, und die Männer verstecken sich nicht oder müssen nicht in dieses tendenziell klassische männliche Verhalten, also in das Gockelverhalten, sage ich mal, etwas überspitzt gehen, sondern man muss nichts mehr darstellen. Und das ist eine Qualität, die der Krebs mit sich bringt, was die meisten Männer auch so wahrnehmen, dass sie da entlastet sind und authentisch sein können. Na schön. Das finde ich auch berührend, dass es zu so einem wertvollen, authentischen Leben führt, egal wie lange es dauert. Ne? Das ist dann wieder was anderes, ja. Also da gab es Männer, die wirklich, wo klar war, sie leben vielleicht noch ein Jahr oder anderthalb Jahre, die haben die Zeit wirklich genutzt. Ein Mann, der war vielleicht Ende 50, sagt, ich habe das erste Mal nach 30 Jahren Ehe mit meiner Frau wirklich geredet. Das war vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr vor seinem Tod. Der hat der hat eine Dritterkrankung dann noch gehabt. Der hat die Zeit im Sinne von, ich schließe die Gestalt. Er hat mit der Vergangenheit sich beschäftigt, hat nochmal offene Themen angesprochen innerhalb seiner Herkunftsfamilie. Und es war, also er hat das sehr beeindruckend genutzt, die Zeit. Mhm. Das ist so für mich das Paradebeispiel, wie man so eine Zeit nutzen kann. Ja, finde ich ganz berührend auch. Also dieses authentische und wertvolle Leben zu entdecken. Mhm. Ja. Ja, schön. Und du hattest eben kurz angedeutet, wir befinden uns ja mitten in dieser Corona-Pandemie. Ja. Und was ist denn für dich auch so diese Antwort auf diese wirklich globale, gesellschaftlich-gesundheitliche Krise, in der wir uns da befinden? Was ist deine Antwort auch als Gestalttherapeut? Was braucht es denn da eigentlich wirklich? Es braucht sich nicht von der Angst. Ja, es gab ja mal einen Film in den 70er Jahren, Angst fressen Seele auf. Mhm. Und das ist wichtig, sich von dieser, ich nenne es mal, natürlichen Bedrohung, sich nicht auffressen lassen und in Angst verfallen,
und dann zu Übersprungshandlungen sich verleiten zu lassen, sondern es, Corona hat eben das Thema Endlichkeit auf den Platz Nummer 1 gebracht in unserer westlichen Kultur vor allen Dingen. Und das finde ich erstmal was Positives. Mhm. Weil Menschen angefangen haben, jetzt seit einem guten Jahr jetzt eben nochmal zu merken, worum geht es eigentlich im Leben. Es gab mal unter Hospizbewohnern, ich habe eine Sterbebegleitung, Begleiterausbildung mal gemacht und beschäftige mich immer noch mit dem Thema Hospiz auch, Sterbebegleitung. Und da gab es mal eine Umfrage unter Bewohnern von einem Hospiz oder von Hospizen. Und nicht einer hat gesagt, er hat nicht genug gearbeitet. Mhm. Die Mehrzahl oder fast alle haben, einer der wichtigsten Punkte war, ich habe nicht genug Zeit für Familie, Freunde, für meine Hobbys gehabt. Ich habe zu viel gearbeitet. Die meisten sagen ja, aber die Mehrzahl verhält sich aber so. Im berufstätigen Alter, ab Rentenalter, aber dann ist es manchmal schon zu spät, weil man mit 60 stirbt an einer Krankheit. Dann hat man nichts mehr von einem, das ist wohlverdienten Ruheabend, wie das so früher so schön heißt. Das Leben findet hier jetzt und heute statt und nicht ab 65, wenn man auf Rente geht oder ab 67. Und da ist Corona, glaube ich, ein guter, wichtiger Hinweis oder sowas wie ein Brennglas auf die wirklichen Themen zu gucken, was heißt es, ich habe eine Familie, einen Freundeskreis, wie wichtig ist mir das oder wie wertvoll ist das? Nicht nur wichtig, wie wertvoll ist das, sowas zu haben und wie kann ich es pflegen oder für mich auch im Sinne von Ressource, wie kann ich das in dieser ja doch angstmachenden Zeit unterstützen? Ja, ich finde es allerdings auch natürlich, dass Ängste entstehen. Also das ist ja auch was Lebensbedrohliches ein Stück weit. Menschlich. Genau, und was ja sowieso immer da ist, also ne, ich könnte morgen, übermorgen, aber in 30 Jahren sterben und wer weiß woran, aber dass sich damit wirklich das zu vergegenwärtigen und das jetzt im Alltag so präsent zu haben, erzeugt ja diese Unsicherheit und auch zeigt ja auch wieder, wir setzen uns so wenig mit dem Thema Sterben und Tod auseinander. Es scheint mir so zu sein, dass auch gerade in der Medizin so eine Übernatürlichkeit angebracht ist. Alle versuchen, den Tod zu umgehen. So. Und das ist eher für mich die Frage, Angst wegmachen geht, glaube ich, nicht. Ich finde es natürlich. Es ist eher die Frage, wo finden wir denn Orte, um uns mit den Themen auseinanderzusetzen. Da sehe ich eben auch die große Chance durch dieses Coronavirus, uns damit auseinanderzusetzen, auch zusammenzukommen und auch diese existenziellen Ängste auch mal wieder denen ins Auge zu schauen, den Drachen ins Auge zu schauen sozusagen und dem zu begegnen, zu sagen, hey, boah, ich habe ganz schön Muscheln vor dem Tod. Und da braucht es aber auch geschützten Rahmen, denke ich. Mhm. Oder ich kann mir vorstellen, dass es in vielen Beziehungen eben auch jetzt durch Corona zu solchen Gesprächen kommt, zu denen es sonst nie gekommen wäre. Mhm. Was ist, wenn einer von uns stirbt? Also im Haus, in dem ich wohne, sind innerhalb von 2 Wochen 2 Männer gestorben und die Witwen waren letztendlich überrascht. Die eine vollkommen überrascht. Er hat einen Künstler-Ausstellungsaufbau und er ist während des Ausstellungsaufbaus Herzinfarkt mit 70 Jahren gestorben. Und die haben nie drüber geredet. Die sind 30 Jahre verheiratet. Die Witwe kam 20 Stunden später zu mir, um ein Krisengespräch zu führen, weil sie weiß, dass ich mich mit dem Thema halt so beschäftige. Und ich war erstaunt, wie wenig die beiden, die haben eine landläufig, würde ich sagen, gute Ehe gehabt. Mhm. Aber sie wusste gerade mal, dass er eine Erdbestattung möchte, aber mehr nicht. Es war nichts vorbereitet. Und bei der anderen, sie 91, er 93, die hatten sich durchaus darauf vorbereitet, aber so bestimmte Sachen waren bei denen, mit der hatte ich auch so 2, 3 Gespräche, der war nicht wirklich darauf vorbereitet. Und das ist bei 90-jährigen Menschen, war ich doch etwas erstaunt. Beim 60-, 70-Jährigen denke ich, ja, okay, aber 90-jährig und sich mit dem Thema noch nicht mal ansatzweise beschäftigt zu haben, wow. Mhm. Das sind sicherlich keine Einzelfälle. Ja. Ja,
Ganz bestimmt. Und das scheint ja auch so eine Schwelle zu sein, sich damit zu beschäftigen, sogar jetzt, wo es eigentlich so gegenwärtig geworden ist. Und ja, Ja. schön, das auch nochmal hier so deutlich auch zu hören und zu erörtern. Was würdest du denn gerne jetzt, um das auch so zum Abschluss für diesen Teil zu bringen, was würdest du denn Menschen mitgeben, die sich gerade jetzt, wenn sie das zum Beispiel anschauen, auch in einer akuten gesundheitlichen Krise befinden? Was würdest du den Menschen gern mitgeben? Sich einmal der schulmedizinischen Thematik zuzuwenden. Das ist ja in unserem Land Gott sei Dank möglich, weil wir ein sehr gutes Gesundheitssystem haben. Und eben aber nicht vor lauter Schulmedizin sich selbst zu vergessen im Sinne von, was macht das mit mir, diese Diagnose, diese Erkrankung? Habe ich Angst? Wenn ja, wie sieht die aus? Wovor habe ich Angst? Das kann eine Amputation sein oder Verlust von Hören oder also sehr, irgendwie, es geht ja meistens um Verlust. Also der Tod ist dann der größte Verlust, aber es gibt ja noch andere Verluste oder Trennung und sich dem bewusst stellen. Und ich glaube, es geht über sich mitteilen mit einer Person, zu der man Vertrauen hat, im besten Falle der Partner, die Partnerin. Was oftmals auch nicht klappt. Ich hatte Krebsmänner, wo die Ehefrauen gesagt haben, das ist dein Thema, damit will ich nichts zu tun haben. Da war ich etwas geschockt, dachte ich, wow, und das nach 20 Jahren Ehe, ein, zwei, ich glaube, der eine hatte drei Kinder, die andere zwei oder ein Kind. Dachte ich, was ist das denn? Also der war da ziemlich allein mit und kam dann eben zu mir, hat den Weg zu mir gefunden. Sich austauschen, um den Ängsten und den eigenen Fantasien nicht zu viel Raum zu lassen, also den Drachen nicht in der Höhle zu lassen, sondern zu dem Drachen gehen und sagen, okay, Drache Angst, hier bin ich, was willst du mir sagen? Und nicht umsonst gibt es die Märchen und Sagen, wenn der Ritter oder der Held den Drachen begegnet und meistens besiegt er ihn ja interessanterweise. Gibt es danach einen Schatz, ein Königreich, eine Prinzessin oder irgendein großer Wunsch wird erfüllt? Und das ist ja nicht von ungefähr, dass in allen Kulturen und Zeiten dieser Mythos, das sind für mich menschliche Entwicklungsgeschichten, diese Märchen oder Sagen, eben in literarischer oder vereinfachter Form, dass wenn wir uns unseren engsten Dämonen stellen, gibt es auch eine Belohnung dafür. Ja, okay, in diesem Sinne, dann hoffe ich und wünsche ich all den Menschen, die gerade jetzt in einer solchen Krise sind, dass sie aus dem gruseligen, schrecklichen Drachen ihnen einen Glücksdrachen verwandeln können und einen Genau. goldenen Glücksdrachen. Und Oh, das ist wieder. Oh, jawohl, ein goldener Glücksdrachen, noch ja, besser. und dass der ein Stück weit auch auf dem herausfordernden Weg begleiten kann. So. Genau. Ja. Ein Begleiter und keine Bedrohung, sondern eher ein Begleiter. Okay, danke schön, Christoph. Gerne, dank dir.